Flammenäuber.tv und jetzt für Sie das erste Mal auf Sendung, liebe Zuschauer, ein brandneuer Beamer. Und ich behaupte mal, dass genau jetzt, die kommenden Wochen, die kommenden Monate, sprich die Hochsommerzeit, eine absolute Topzeit ist, um sich mal mit einem Beamer zu beschäftigen. Denn was gibt es Schöneres, als vielleicht abends mal ganz entspannt draußen auf Balkon oder Terrasse zu sitzen? Mhm. Ein schönes kühles Bier oder ein leckeres Glas Wein vor der Nase, der Grill, der glimmt noch im Hintergrund. Und dann schauen Sie sich mal einen coolen Film, ein cooles Sportereignis oder mal einen schönen Event, ein schönes Musikevent oder sowas. Ganz einfach mal richtig schön groß über einen Beamer an. Das ist Lebensqualität in den Wintermonaten. Genauso, wenn es draußen knirscht und knistert, möchte man vielleicht doch ganz gerne mal auf einer schönen, ordentlichen Größe einen schönen Film schauen. Und das geht hier mit unserer Neuheit natürlich absolut perfekt. Ja, ich bin absolut begeistert von diesem Beamer. Beamer, kennen Sie, die projizieren ein Bild auf eine Wand oder Leinwand. Die sind immer sehr, sehr teuer gewesen, hatten Technik, da fasste man sich immer im Kopf, wie die Birnen halten nur 5000 Stunden. Das ist jetzt vorbei. Wir haben hier einen modernen Beamer mit LED-Technologie, der 50.000 Betriebsstunden hat. Ich glaube nicht, dass ich das, dass das also hier noch, also das sind ja 20, 30 Jahre oder so, ja, wenn nicht noch mehr. Ja. Ja. Also, da, wenn man den ganzen Tag Fernsehen guckt. Hier ist also das neueste Gerät, was wir haben. Die Technik ist beeindruckend. Die Helligkeit. Wir haben hier im Studio haben wir Scheinwerfer an. Wir haben sie ein bisschen runtergetan, aber das Bild selber ist einfach fantastisch. Das ist das gute Stück. Und du siehst, es ist auch nicht mal besonders groß. Aber guck dir mal die Schärfe hier an. Das ist Full HD, ne? Das ist Full HD, also 10.080p ist die exakte Auflösung. Sie kriegen eine Fernbedienung dazu, dass Sie es ganz bequem hier vom Sofa aus steuern können. Ich mache mal Film an. Ich weiß gar nicht, was wir hier haben. Ach, Stadionlänge, das passt ja. Hier haben wir jetzt mal so ein Fußballspiel. Tada. Ich finde das beeindruckend. Wir haben hier hell im Raum noch. Ja, wir haben sogar Scheinwerfer an. Ja. Und trotzdem kann man das Bild hier in brillanten Farben, in tollem Kontrast sehen. Was ja für viele auch ein Thema ist, gerade also auch wenn du es zu Hause mal nutzt, auch mal im Raum selber, nicht nur draußen auf Balkon oder Terrasse, sondern eben auch mal drinnen in der Wohnung. Wenn es natürlich noch hell ist draußen, möchtest du ja nicht alle Rollladen runtermachen oder den Raum komplett verdunkeln. Ja? Ja. Das möchtest du natürlich auch mal sehen, wenn noch Umgebungslicht da ist. Und das kannst du hier mit 18.000 Lumen, genauer gesagt mit 800 ANSI-Lumen. Da sieht man, was das hier für eine fantastische Qualität ist. Gestochen scharf das Ganze. Es ist gestochen scharf und wir sind ja auch eine Ecke weg hier. Du kannst hier bis zu 7 Meter weggehen. Ja. Jetzt hier auf unsere Leinwand, auf der Runtergröße der Leinwand sind wir ein bisschen näher rangegangen, damit wir möglichst viel Bild auf die Leinwand bekommen. Ja. Aber die Helligkeit ist natürlich beeindruckend. Mhm. Die Auflösung ist beeindruckend. Die Lebensdauer ist beeindruckend hier. Wir können so viele verschiedene Formate abspielen. Wir haben jetzt hier mal einen kleinen USB-Stick reingetan. Sie können hier 2 HDMI-Geräte anschließen, da 2 USB-Eingänge und du kannst sogar, und das finde ich besonders beeindruckend, dein Handy, dein Tablet, dein Computer hier drauf spiegeln, drahtlos. Aha. Die nennt machen sich ihre Screen Mirroring? Screen Mirroring in dem Android-Bereich oder im PC-Bereich und Airplay bei den Apple-Geräten. Ja. Also, das ist voll praktisch. Das ist doch fantastisch, oder? Das ist großartig. Das ist einfach nur das Handy daneben legen oder sowas. Die meisten haben wahrscheinlich auf Tablet oder Handy sowieso dann ihre Streaming-Dienste auch. Ganz genau. Dann ist natürlich mal so ein schöner, cooler, hochauflösender Film über so einen Beamer mal ein ganz anderes Kaliber als auf so einem 4, 5 Zoll großen Smartphone oder 10, 11 Zoll großen Tablet-Computer. Das ist wirklich ein richtiges Kino-Feeling, was wir hier haben. Ja, man kann gar nicht weggucken, ne? Nee. Das ist also, obwohl da nichts passiert besonders jetzt, aber man ist automatisch so im Kinomodus, wenn man so eine Leinwand hat und einen Beamer aufgestellt hat. Ja. Das ist was anderes als Fernsehen gucken. Guck mal, hier, Tor. Ja. So, da sagst du, passiert nichts. Für Werder Bremen. Nee, das war rot-weiß, das war der FC. Das war der FC. Das Auswärtstrikot von Bremen, glaube ich. Nee, aber es macht einfach Spaß. Es ist ein ganz anderes Erlebnis, wenn man sowas auf einer Leinwand sieht. Ich möchte sagen, mit so einem Beamer bekommen Sie ein größeres Bildchen, als die meisten Kinos zu Hause haben. Als die meisten Kinos in der Stadt haben hier. Und das eben in Full HD hier mit dieser LED-Technologie und das eben noch zum TV-Sonderpreis. Entschuldigung bitte, ich lese hier 210 Zoll von 24 bis 210 Zoll, bevor Sie rechnen zu Hause. 61 Zentimeter bis 5,33 Meter. 5,33 Meter. Das ist eine ganze Hauswand. So weit ist meine Wohnzimmerwand nicht.
Ja, darum geht's ja, dass du hier jetzt also wirklich mit einem Beamer das Kino-Feeling nach Hause holst. Und das kannst du eben hier ganz normal an der weißen Wand, einen Laken, spannen sie irgendwo auf, da haben sie ein fantastisches Bild. Oder eben hier mit dieser richtigen Leinwand, die wir hier mal aufgebaut haben, draußen einfach mal an der Hauswand schmeißen. Mhm. Es ist eben, du brauchst nicht mehr diese komplette Dunkelheit dafür. Ja, oder im Campingbereich mal direkt auf die Außenhaut eines logisch, warum denn nicht? Ja? Das wäre kein Licht die Mitte. Das willst du doch erleben, das ist doch großartig. Was du brauchst, eine Stromzufuhr, da bietet sich so ein Energiespeicher von uns an, so eine Powerstation beispielsweise. Ja, oder ein Verlängerungskabel, also egal was, also ihr braucht Strom und das ist alles. Schon können sie loslegen. Ja, stark, also beeindruckend. Schön leise ist er, ich sitze nun einen Meter daneben und höre eigentlich überhaupt nichts von dem Gerät selber. Willst du was hören? Der hat nämlich auch noch richtig starke Lautsprecher. Ich habe das Gefühl, ich habe eben den Torjubel schon so leise gehört. Ja, ich mache mal hier gedreht, ein bisschen lauter, werden jetzt Fußballgeräusche sein. Klingt wie ein Rauschen nur. Das ist so cool. Ja, im Moment passiert nichts. Ist ein Spiel zur Corona-Zeit? Ist ein Spiel. Also, man hört nicht so viel. Aber er hat richtig starke Lautsprecher noch drin. Ich mache das mal hier wieder von Anfang an. Ich glaube, da hatten wir irgendwas dabei. Ja. Okay. Das ist eben das Tolle hier, dass wir hier sogar Lautsprecher eingebaut haben, mit denen wir dann eben auch noch ein Kinoerlebnis haben. Du musst nicht mal Lautsprecher oder eine Stereoanlage daneben stellen. Ja. Also wirklich der beste Beamer, den ich bis jetzt gesehen habe. Großartig. Ich war viel unterwegs im Geschäftsleben damals, habe nie solche Beamer gesehen, die so klein sind mit so brillantem Licht. Besonders das Licht ist so beeindruckend. Egal, wo man ist, normalerweise mit dem Beamer musst du die Vorhänge zumachen. Muss alles verdunkeln. Richtig dunkel musst du machen. Ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ich sag mal, jetzt gerade im Sommer oder was, was willst du denn erwarten? Willst du bis 11 Uhr warten? Ja. Ja, ist das Elfmeterschießen schon zu Ende. Ja, ja. So. Darum geht's. Nächstes Jahr ist Europameisterschaft. Freust du dich schon, Diana? Ja, natürlich. Ich habe schon euch erzählt, ich habe auch einen Beamer. Aber mein, wirklich, wir müssen das nicht vergleichen. Die Qualität von meinem und diesem. Ja. Und ich erinnere mich, das war so gut. 2016 war auch Champions League und wir haben mit Freunden auch in Garden gegrillt, herrlich, Fußball ne? geguckt. Das ist wirklich, ich habe schon Gänsehaut, wenn ich denke über diesen Moment. Das ist so schön und jetzt Sommer, das ist die perfekte Zeit. Absolut. Und wie gesagt, bis Dunkelheit, wir können nicht warten, das ist 11 Uhr. Hier, guck mal, hier voll hell in diesem Zimmer und wir sehen das wirklich besser trotzdem auf meinem Fernseher. Ja. Also ich stelle mir gerade einen Fernseher mit 210 Top. Zoll vor. Und ich sehe gerade eine Zahl mit ganz, ganz vielen Nullen auf der Rechnung dafür. Das gibt's, glaube ich, noch gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Fernseher mit 5,30 Meter Bilddiagonale gibt. Ja. Den Beamer gibt es aber auch. Das ist eine Neuheit bei uns im Programm, liebe Zuschauer. Knapp 280 Euro bei den Kollegen von Pearl.de. 265,99 unser Preis. Ihr Vorteil, weil Sie Pearl TV schauen, kennen Sie natürlich von uns den TV-Sonderpreis. Und der liegt noch mal deutlich unter dem sowieso schon günstigen Preis unserer Kollegen von Pearl.de. Eine Neuheit bei uns im Programm. Und jetzt schon für fantastisch gut befunden. ZX3430 und die 569. Jetzt möchten wir Ihnen aber gerne parallel dazu auch noch mal eine ganz besondere Leinwand anbieten. Mhm. Die muss ich jetzt nicht runterziehen oder großartig aufhängen oder sowas. Da drücke ich aufs Knöpfchen, dann fährt die aus. Darum geht's. Wir haben hier im Prinzip für drinnen ist das ja das Beste überhaupt. Weil wenn man nicht Fernsehen guckt, fährt die einfach nach oben unter die Decke und man sieht sie nicht mehr. Das Ganze natürlich hier auch noch mit einer Fernbedienung hier. Das ist eine Motorleinwand, die ist 1,72 Meter breit. Mhm. Das ist schon mal eine ganze Menge hier. Du kriegst die Fernbedienung dazu. Das heißt, du musst nicht mal irgendwo dich hinstellen und einen Knopf drücken, sondern kannst es ganz bequem so, lass uns mal Fernsehen gucken und du machst dann ganz einfach die Leinwand runter, Klack. Schaltest deinen Beamer an und schon geht's los. Das ist ja das, was viele Leute stört, ne? Dass sie irgendwo eine Leinwand hinhängen müssen oder so. Die hier fährt ganz automatisch runter auf Knopfdruck, hat eine lichtverstärkende, reflektierende Beschichtung drauf, dass sie also wirklich optimales Bild bekommen. So, und das Ganze auch nochmal 100 Euro günstiger als bei unseren Kollegen von Pearl.de, knapp 250 Euro. Für die Motorleinwand hier bei unseren Kollegen von Pearl.de, natürlich mit Fernbedienung, mit Aufhängemöglichkeiten und. Knapp 150 Euro bei uns ist natürlich vielleicht mal genau das Richtige für die Herrschaften, die sagen, Mensch, so ein Beamer ist mal genau meins, mal Fernsehprogramm oder mal ein Kinoerlebnis, wenn Sie das gerne mal mögen, Netflix-Serien und so weiter, ganz einfach mal hier auf dem großen Bild mal genießen, das ist ein ganz anderes Kaliber, das ist wie ein Kinofeeling und dann vielleicht noch die 150 Euro mal für eine vernünftige Leinwand investiert, also ich glaube, in der Kombination ist diese Neuheit absolut unschlagbar. Für die Leinwand ist es die PX2540 und die 569. Ja, eine sensationelle Neuheit und ich danke für diesen wunderbaren Eindruck. Irre, ne? Kinofeeling für zu Hause. Wir wünschen ganz viel Spaß dabei.